Hunderte Fahrgäste steigen derzeit am Bahnhof Bürmoos aus der Lokalbahn aus, in den Schienenersatzverkehr ein und sie ist schuld daran. Die wahrscheinlich längste Maschine des Landes. Stefan Baltram zeigt uns, warum der Streckenabschnitt Bürmoos-Lamprechtshausen saniert wird, wie das funktioniert und wie lange es noch dauern wird. Wir sanieren jetzt den Abschnitt zwischen Bahnhof Bürmoos und Bahnhof Lamprechtshausen. Der ist ca. 1,5 Kilometer lang. Wir machen da einen neuen Unterbau, also neue Tragschichten sowie einen neuen Oberbau. Das heißt, Schiene, Schwelle, Gleineisen und Schotter wird jetzt erneuert. Die Bahn ist sehr langlebig. Im Gegensatz zu Straßen müssen Schienen nur etwa alle 20 bis 30 Jahre erneuert werden. Dieser Abschnitt wurde das letzte Mal in den 1980er Jahren saniert und das auch nicht vollständig. Das Schienennetz der Salzburger Lokalbahn wird jedes Jahr genau vermessen und kontrolliert. Dabei zeigt sich vor einigen Monaten, dieser Abschnitt hier im Flachgau muss erneuert werden. Wie wir jetzt festgestellt haben, ist da zum damaligen Zeitpunkt nur der Oberbau getauscht worden und auch im Gegensatz zu heute nicht mit Maschinen, sondern da ist wirklich noch händisch das Gleis enthöken worden und die Schwellen drunter geschoben. Händisch aufheben und drunter schieben braucht man auf dieser Baustelle im Jahr 2020 nichts mehr. Um innerhalb von rund 2 Wochen fertig zu sein, ist eine 800 Meter lange Großbaumaschine im Einsatz. Jetzt gerade die AHM, das ist die Planungsverbesserungsmaschine, die macht eigentlich in einem Arbeitsgang, tut uns die eigentlich eine neue Tragschicht einbauen. Das heißt, sie hebt das Gleis an, sie räumt vorne den Schotter weg, die zweite Räumkette räumt die untere, also die Tragschicht bzw. den Unterboden weg und in einem weiteren Arbeitsgang tut es gleich ein Vlies auslegen und neues Planungsmaterial wieder einführen. Eine Besonderheit an dieser Baustelle der Lokalbahn, es kommen kaum Lastwagen zum Einsatz. Wir haben uns entschieden, dass wir eigentlich das ganze neue Material, was kommt, auf der Schiene antransportieren. Das heißt, wir reden da von ca. 4000 Tonnen Tragschichtmaterial, 3000 Tonnen Schotter, 1300 Tonnen Schwellen. Und das Aushubmaterial, was ja natürlich jetzt der schlechte Unterboden, was entsorgt wird, der wird nach vorne Richtung Lamprechtshausen auch wieder auf der Schiene transportiert, dort zwischengelagert, in kleine Häufchen deponiert und nachher beprobt und dementsprechend entsorgt. So spart man hier über 800 Lkw-Fahrten und setzt ein Zeichen für die Umwelt. Die Fahrgäste müssen sich nur noch wenige Tage mit dem Schienenersatzverkehr begnügen. Geplant ist, dass wir innerhalb von 2 Wochen jetzt einmal mit den Hauptarbeiten fertig sind. Die Randarbeiten, wie jetzt die neue Kabelwege, die wird man noch in Gleissperren nebenbei machen, da wird aber der Betrieb wieder aufrecht sein. Dann startet am 9. November in der Früh wieder der erste Zug von Bürmoos nach Lamprechtshausen.